So, Aufnahme starten wir auch nochmal. Schönen guten Abend. So, Mittwochabend ist es wieder Zeit für einen schicken Livestream hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. 19:01 Uhr, wow, ja, Leute. Nach welcher Uhr? Bei uns ist, glaube ich, schon 19:04 Uhr. Naja. Ach, die ein, zwei Minuten, das geht nein, der Handy sagt auch 19:01 Uhr. Also ja, dann passt auch alles. Alles gut, oder? Schalte mal drei Minuten aus, das geht nicht. Ach so, sind wir zu früh, meinst du? Ganz gut. Mach nur den Ton aus, dann bin ich schon wieder da. Schön, dass wieder so viele dabei sind. Das freut uns, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ja, es kommt ja auch mal wieder Gymkhana. Oh, ich habe es verraten. Ich habe ja auch schon ein bisschen was gedisert auf Social Media, muss ich zugeben. Ich glaube, da wisst ihr sogar vielleicht schon, das ist euer Gymkhana. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Ne? Ja, wer ist das da rechts? Ja, ich glaube, Peter war beim Friseur. Ne? Neue Frisur lese ich da schon. Neue alte Frisur. Neue alte Frisur, hatte er tatsächlich. Die Vor-Corona-Frisur. Seitdem war ich nicht mehr beim Friseur. So. Aber wahrscheinlich abgeholt, sehr schön. Ja, wir haben uns ein paar Sachen rausgeschrieben, über die wir heute so ein bisschen quatschen wollen. Der Christian ist natürlich auch da, hat gerade auch schon wieder reingeschrieben. Der ist noch fleißig am Trainieren für die neue Challenge, damit er die euch gleich auch schon zeigen kann. Ansonsten werden wir so ein bisschen über die neue Fahrschulvideos reden. Über Tischtennis. Ich kann Tischtennis, nicht. Nee, das ist, glaube ich, nicht auf dem Themenpunkt. Dann zeigen wir euch noch eine andere schöne Seite. Da sprechen wir auch noch ein bisschen drüber. Und dann gucken wir mal weiter. Kriegen wir alles hin. Und natürlich der alte Lauf, MW Race, war der letzte Lauf. War, glaube ich, mal wieder ganz spannend. Da schauen wir gleich mal rein, direkt als erstes. Wie dann da so die Zeiten waren und oh, wie ich da schon so rüberschiele. Eieiei, das ist alles wieder schon ganz schön knapp gewesen. Ich bin mal gespannt. Weißt du noch, was wir so für Zeiten getippt hatten, Peter? Ich weiß es nicht, aber wenn ich die Zeiten sehe, glaube ich, ich habe gewonnen. Ja? Weil ich habe die niedrigste Zeit gehabt und die Zeiten sind abartig, also von dem Punkt her gesehen. Ja, ich bin gespannt. Wir schauen da gleich auf jeden Fall mal rein, was wir denn so getippt hatten. Ich kann es nicht mehr so richtig einschätzen, mal gucken. Genau. Ja, schon die ersten drei sind da wirklich innerhalb davon drei Zehntel wirklich schon weg, den anderen entfleucht. Wo wir gerade drüber reden, schalten wir einfach direkt rüber und gucken uns das Ganze an. Also ist echt irre, was wir hier wieder für Zeiten haben. Also klar, Division 1 war ja sowieso immer schon absolut irre, was da gefahren wurde. Aber wie Peter gerade schon meinte, ne, die ersten Zeiten, das sind hier echt Hundertstel. Zehntel, ne? Genau, Zehntel. Ja. Aber unglaublich knapp, obwohl hier sind es tatsächlich. Das sind die guten alten Hundertstel, ja. Ne? Vier Hundertstel. Also ich glaube, das kannst du mit dem bloßen Auge fast gar nicht richtig sehen, oder? Ich glaube, das dürfte ein Augenschlag sein. Boah, unglaublich knapp tatsächlich. Ein etwas längerer Augenschlag, aber ja. Das ist schon ordentlich. Ja, Chapel, alles klar. Der Drift-Chapel. Jetzt habe ich. Ja, kriegen wir hin. ja, auf jeden Fall Division 1 wieder ganz, ganz stark gefahren. Sehen wir dann aber auch, dass sich das Fahrerfeld dann schnell wieder so ein bisschen aufteilt. Ne, wir haben ja auch eine 1,5 mit dabei. Ja, genau. Aber man merkt auch, wie er gesagt hat, dass Sommerferien ist. Letztes Mal war mal voll besetzt. Ja, stimmt. Dieses Mal sind es ein bisschen weniger tatsächlich, aber halb so wild. Ich denke, wie. Dafür war es letztes Mal in den anderen Division mehr, also weniger. Jetzt sind wir wieder bei denen mehr. Also, es hat sich wieder ziemlich ausgeglichen. Also ja, ich denke auch. Letztendlich guckt jeder immer, dass er irgendwie Zeit hat und vielleicht doch mitfahren kann bei dem einen oder anderen Klötzern. Vielleicht nicht gerade jetzt irgendwie mit Urlaub oder sowas, ne? Aber gut, kann man immer gucken, wie es halt passt. So, auf jeden Fall, Division 2 auch ganz stark gewesen. Hier mit einer 1,4 angefangen, geht dann rüber bis 1,5, 1,6 und dann haben wir hier ganz viele 1,8er Zeiten. Also, auch hier, ne? Guck mal, hier sind es ja auch nur Hundertstel teilweise dazwischen. Ich glaube, Division 2 ist auch im Zwischenstand aktuell ganz interessant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Können wir gleich auch gerne mal reinschauen, wie es dann da aussieht. Habe ich ehrlich gesagt nämlich auch gar nicht so den Überblick aktuell. Auch Division 3 geht es weiter. Haben wir auch noch 1,4er Zeiten mit da drinnen. Dann haben wir noch ganz viel 1,6er. Genau. Aber auch echt stark. Ich glaube, das geht ganz durch bis zum Schluss. Klar, hier sehen wir wieder ein paar weniger Teilnehmer. Gut, aber wie gesagt, halb so wild. Aktuell es ist ja eh das Wetter auch wieder besser. Ich habe mir wenigstens eine PN geschrieben im Forum mit dem Motto: Tut mir leid, dass ich nicht mitfahren kann, bin im Urlaub. Ah, okay, ja gut, dann hat sich das ja quasi. Oder der Party-Peter, ich glaube, der hat halt keine Container mitgenommen. Und, oh. Das Bild habe ich auch gesehen vom Party-Peter. Dem geht's gut, glaube ich. Ja, ich glaube, der kann es verkraften, da würde ich auch tatsächlich tauschen. Ich habe es ihm vorgeschlagen, er hat es leider nicht angenommen. Naja. So, bei mir läuft der Stream nicht. Eigentlich sollte hier alles laufen, bei uns jedenfalls. Benny, tut mir leid, wenn es bei dir nicht klappt. Vielleicht mal ansonsten, aktualisieren oder was? Ich wünsche dir einen schönen Abend, aber ja, vielleicht aktualisieren oder so. Ich weiß nicht, vielleicht bringt das irgendwas. In der Eifel ist das Internet nicht so gut. In der Eifel ist das Internet nicht so gut, wer weiß.
Ja, ansonsten, ja, geht das Ganze so durch, ne? In allen Divisionen wieder starke Zeiten gefahren. Hier kam man zum Schluss noch eine 1.16, 1.17 mit dabei. Aber selbst hier in Division 7 noch eine Division 1.7. 7 war, glaube ich, auch deutlich schneller, glaube ich, als die höheren Division, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da gucken wir gleich mal rein. Was Division 7 ist, ne? Wäre tatsächlich selbst bei Division sagen, ne? 5 auf Platz. Division selbst, Division 4 wäre da mit dabei. Ja. Also. Division 3 kann da unten. Also, ja, das sind halt die neuen Fahrer, ne, die erstmal unten dann anfangen. Ja, aber die haben sich echt qualifiziert. Also. Bin gespannt. Gut, auf jeden Fall. Jetzt, genau, Christian sagt es gerade, schauen wir uns nochmal unsere Zeiten an. Oh. Okay. Ja. Ja. Ja, ich merke schon. Ich war wieder der Meinung, ich habe total übertrieben. Boah. Also es ist wirklich immer irre. Ich weiß gar nicht, was ist denn Christian für eine Zeit gefahren? Das können wir uns hier natürlich auch nochmal anschauen. Wo haben wir die Free? Christian 1.9. Ja, deshalb haben wir die 1.4 gedacht, ne? Weil Christian eigentlich auch schon echt nicht schlecht gefahren ist. Der ist richtig gut gefahren, genau. Letztes Mal. Also. Oder hatten wir ein anderes Setup drin oder irgendwas wieder mal? Christian, stimmt, ich glaube, du bist sogar den Porsche gefahren, ne? Und dann wäre das nicht Clubsport gewesen, obwohl wir hier, glaube ich, Clubsport gesagt hatten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ja, es sind wieder irre Zeiten. Es ist, Geh einen Zentimeter runter, dann siehst du, was es war. Da. Achso, hier. Ja, Clubsport war vorher. Genau. Clubsport, ja. Ja. Mhm. Also echt irre. Dann schauen wir uns mal so ein paar Sachen an. Ich würde sagen, wir gucken mal wieder so ein bisschen in die Mitte rein und dann gehen wir mal ein bisschen weiter hoch wieder. Wir können ja mal Division 7 reingucken, wenn die schon zu schnell waren. Ich wollte gerade sagen. Hä? Wie fanden sie dann den Track? Genau, wie fandet ihr den Track? Also wie war es vom Verlauf her? Hat euch das gefallen? Gebt mal kurzes Feedback oder sowas auch dazu. Das interessiert uns natürlich auch immer. Ach, das war eine Chris-Strecke, ne? Genau, das hat sich nämlich der Christian ausgedacht. Mhm. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Ganz schlimm, furchtbar. So, dann schauen wir uns hier mal Division 7. Track war super. Division 7. Auf jeden Fall cooles animiertes Logo. Guck dir das mal an, Peter. Nicht schlecht. Mit der Raucher, aber okay. Was ist denn? Hat was. Auch schicker Sound, auf jeden Fall. Das war aber irgendwas Japanisches eben, oder? Ja, das hat sich auf jeden Fall ein bisschen japanischer angehört. Das war irgendein Wankelmotor, das ein Schmuck ist. So, da haben wir jetzt, glaube ich, keinen Motorsound drin. Jedenfalls höre ich hier nichts mehr. Ich muss gerade übersetzen. Ach, so war die Linie. Ich warte immer, dass im Kreisel da einmal rumgefahren wird. So. Vom Fall auf sieht das schon mal ziemlich gut und clean aus, ne? Das sieht schön super aus. Nachher werden wir sehen, wahrscheinlich sind es wieder diese Millimeter, wo die Leute da einfach, oder Zentimeter, wo sie dann einfach, wobei, ja, da ein bisschen weit rausgekommen, dann fehlt der Schwung da hinten rum. Also es ist wirklich... Ey, aber top gefahren. Also da, das... Ich könnte es nicht besser, ne? Peter bräuchte einen Bagger dafür. Oh, jetzt aber. Ausgebaggert jetzt mal. Wusste Bagger. Ja, Peter wusste den Bagger. Ich habe den da extra da vorne hingestellt, guck mal. Nee, aber ey, richtig gut gefahren auf jeden Fall. Schön eng, wirklich immer an den Banden dran lang gefahren. Auch hier außen immer den Schwung mitgenommen, ne? Schön ausgefahren, die Kurve, um nicht zu viel Schwung zu verlieren. Also da kann ich die, was war das, 1.7, glaube ich, ne? Das war ja schon 2 Sekunden schneller als das, was wir da letzte Woche top gefahren sind. Also. Top, auf jeden Fall, klar. Ja, richtig stark. Obwohl ich es jetzt immer noch krass finde, 1.7. So, jetzt musst du dir mal vorstellen, 6 Sekunden schneller. Das ist Prost. Kannst du dir das vorstellen, wie das aussehen muss? Also wirklich, 6 Sekunden schneller. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dafür wurden Zeitschlaufen erfunden. Irre. Also da bin ich jetzt gleich echt mal auf die Top-Zeiten gespannt. Wir schauen uns jetzt mal noch so eine mittlere Zeit an. Ich würde mal sagen, so eine 1.4 vielleicht. Was haben wir jetzt hier? So 1.4 haben wir hier. Komm, ja, okay, Ninja ist nicht ganz bei einer 1.4. Nehmen wir Excel. Schauen wir uns den Excel an. Excel 88, damit habe ich früher auch gearbeitet. So, da haben wir ein bisschen Sound tatsächlich, aber relativ leise. So, es wird hier auf jeden Fall mit dem D1 gefahren, super eng am Kreisel in der Mitte dran lang.
Ich merke schon, das ist wirklich diese Kleinigkeiten, wo du jetzt siehst, wo so ein bisschen noch übersteuert ist, weil du wahrscheinlich jetzt beim nächsten. Eng an den ganzen Banden dran lang, ne? Und auch hier wirklich schön Schwung mitgenommen, da wird kein Zentimeter ausgelassen. Ja, es ist perfekt gefahren. Keine Frage. Es sieht zumindest auf den ersten Blick perfekt aus, aber wir sind immer noch 3 Sekunden weg von dem, was möglich ist. Ja, der Chapel schreibt auch gerade, pro Runde mehr als 1 Sekunde schneller gefahren, ne? Boah, irre. Und dann schauen wir gleich die besten Läufe und dann spiele ich meinen Bruder und sage den schönen Satz. Da wäre noch 1 Sekunde gewesen. Also hier, klasse gefahren vom Axel mit einer 1,48. Axel schaut sogar zu. Ja, echt klasse. Ja. Leider kein BMW gehabt. Meinst du, dass es mit einem BMW schneller gewesen wäre? Ja, ich glaube, dass ich es leichter umsetzt scheinbar ein bisschen, aber im Sportmodus klappt. Ich weiß nicht, müsste ich doch ziemlich angeglichen sein. 100 Pro wäre es schneller mit einem BMW, okay. Okay. Interessant, ja. Dann schauen wir mal. Dann wird es Zeit, dass du ein BMW bekommst. Machen, ne? Ja, das stimmt schon. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was die Topzeit jetzt gefahren ist, mit was, oder? Ich bin gespannt, genau, weil die Topzeit müsste es ja jetzt eigentlich verraten. Also, 360 ist auch mit dabei. Guck mal, welche Fahrzeuge 1 bis 3 benutzt haben. Okay. Ja, das verrät ja jetzt fast schon, dass das jetzt eigentlich der BMW sein müsste. Also, jetzt haben wir hier die Top 1 vom Notwehr gefahren. Oh. Mach mehr Brab. Das ist Motorsport. Ja. Ganz klar. Wo ist das Auto? Da hinten ist das Auto. Das sieht nach einem BMW aus. Das ist tatsächlich der Male. Es sieht tatsächlich ein bisschen schneller aus, hätte ich gesagt, ne? Es also ist halt ganz wenig, wo das Fahrzeug übersteuert. Dass es so im Rumgehen dadurch irgendwie, wenn es quer steht, langsam wird. Aber, ey, guckt euch mal an, wie eng das an den Kurven ist. Da ist kein Platz mehr. Ups, dann habe ich auch vorsichtig gedrückt. Sorry. Ich sag, das Heck ist da wirklich das Entscheidende, dass man einfach in die Kurve einlenkt und gerade rauskommt. Und nicht, ich glaube, weniger ist mehr gewesen. Mhm. Ja. Man sieht auch, wenn man auf sein Handy achtet, da wird nur ab und zu ganz leicht die Handbremse angetippt, um das Auto ganz minimal nur querzustellen. Vielleicht. Sag, auf der Bremse hast du nicht einmal den Finger gesehen, ne? Es wird nur mit Handbremse gearbeitet, tatsächlich. Oh Gott. Und da sogar einmal weitergefahren, ne? Was, wo? Zweimal weitergefahren. Du hörst ja sogar, dass er sagt, oh nein, Mist und sowas, weil er da weiterfährt. Ne? Und trotzdem ist es so eine schnelle Runde geworden. Gerade hier. Oh Gott, sagt er da. Also da wäre noch 1 Sekunde drin gewesen. Nein, da hören wir es schon wieder. Und trotzdem ist das die Topzeit gewesen. Ja. Also die Minute hätte doch fallen müssen, ne? Und da lesen wir es auch. Ich denke, das ist auch so ein kleiner Profi-Tipp gewesen. Die Drehzahl hochhalten. Kurz vorm Gangwechsel immer die Drehzahl versuchen, irgendwie durch dieses leichte Handbremse dadurch, dass er da nicht in diesen Schaltvorgang kommt und so immer diese hohe Drehzahl und die Power hat, da wieder aus den Kurven raus zu beschleunigen. Das ist. Das wird in meinem Driftsport jetzt wie nennen? Ist das der Klatschkick? Naja, bei Klatschlick ist es ja eher so, dass du die Kupplung kommen lässt, damit die Drehzahl hochschallt, aber dann wieder kommen lässt, damit dieser Drehmoment auf das Getriebe quasi draufknallt, um es dann zum Ausbrechen zu bringen. Jedes Getriebe freut sich. Ja, das ist zerstört gefühlt jedes Getriebe, aber da ist es mega gefahren. Absolut, keine Frage. Ganz, ganz stark. Jetzt schauen wir uns aber trotzdem die anderen auch nochmal an, weil. Schauen wir mal durch. Ich glaube, du siehst fast keinen Unterschied da. Das wird so knapp sein. Auch mit Male gefahren, tatsächlich. Wahrscheinlich sind sogar alle drei mit Male gefahren, ne? Ich mache mal ein bisschen leiser hier das Video. Ist der Male jetzt auch noch schneller wie die anderen BMWs? Ich weiß es nicht. Es scheint ja fast so, ne? Ist ja auch ein verdammt hübsches Auto, also von dem Punkt her gesehen. Da sehen wir jetzt auch tatsächlich, es wird der innere Kreisel immer ein bisschen weiter gefahren, ne? Okay, ja gut, das war auch sehr eng. Das war auch wirklich sehr eng. Okay, Dirk, wie schreibt seine erste 1.01 mit dem roten BMW? Na gut, dann liegt es vielleicht nicht unbedingt am Modell. Also an der Variation. Nee, also die Variation. BMWs sind gleich, denke ich. Also ich glaube. Denke ich auch, ja. War das der Maler? Hat der Maler einen extra Motor? Nee, das ist nur Design.
Fakt ist, Clubsport ist nicht gleich Clubsport, finde ich. Ja, es ist schwer zu sagen, ne? Ich denke, das ist vielleicht doch nochmal irgendwie so, wie sich das Modell an sich verhält. Ja, es ist halt eine Balance of Performance, wie es heißt. Also das heißt ja BOP, nicht, dass es, ne? Ist ja nicht komplett identisch. Also es kann sein, das eine Auto hat da Vorteile, das andere dort. Ja, ich glaube, das war eh schon die Runde, ne? Ist ja oben dran gekommen. Super stark gefahren, alles wieder super eng. Und jetzt natürlich, um uns alle Einsatzzeiten einmal angesehen zu haben, nochmal der Lieutenant. Das sind wir zeitlich jetzt wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Ich glaube auch nicht, das wird genauso aussehen. Vielleicht noch ein bisschen was vom Fahrverhalten, wie er vielleicht die Kurven angeht, aber das wird ziemlich ähnlich bleiben. Die Magnetbahn ist echt interessant. Und wieder der Male. Irre, dann sind alle drei mit Male gefahren. Klasse. Da hört man den Sound hier. Ah, das sind so ein paar Zentimeter, sind da noch Platz. Boah. Aber ist irre, ne? Du hörst ja sogar am Sound, dass der Schaltvorgang wirklich vermieden wird teilweise, ne? Du hörst immer, dass die Drehzahl richtig schön oben knattert. Irre. Dann wären wir noch bei dem anderen Thema eigentlich, ne? Wo wir gleich später mal drüber reden können. Wir haben auch so einen Trick für die Fahrschule. Genau, da kommen wir gleich noch zu, was Tricks angeht. Irre. Also er wird auch wieder überhaupt keine Luft gelassen, ne? Das ist alles so eng gefahren und perfekt. Irgendwann, da wird sogar noch ein Schnell. Da wird mich die schnellste Zeit mal. Kannst du mal weiterspulen, wo dann das Handy ganz kurz kommt? Wie viel die letzten Runden schneller waren, hatte ich so das Gefühl. Weil ich hatte das Gefühl, die ersten Runden waren ein bisschen langsam. Oh Gott, naja. Ja, die schnellste war da schon... Das ist alles ziemlich innerhalb von einer Zehntel. Perfekt identisch eigentlich. Also da kannst du eigentlich nichts meckern. Irre. Ganz, ganz stark gefahren. Also wirklich absolut größten Respekt. Hammer. Mit der anderen Bremse schafft man es auch, den Gangwechsel etwas vorzuziehen und dann noch mehr Topspeed zu bekommen. Also ihr haut da mittlerweile Tricks raus, wie man das Auto noch schneller hinkriegt und bewegen kann und irre. Und das finde ich gerade irgendwie klasse, ne? Dass dann solche kleinen Tricks wieder zustande kommen, um dann noch mehr Speed rauszuholen. Irgendwie ist das ist dann wirklich, Hammer. Wir brauchen so die Pro-Fahrschule jetzt noch. Mhm. Drehzahl oben ist nicht das Problem, aber dann noch die Karre zu steuern und zu halten. Ja, klar. Das kommt alles zusammen, ne? Ich meine, nur mit Drehzahl oben hast du es noch nicht gewonnen. Da musst du auch wirklich... Mit Drehzahl oben ist die Wand auch da, wo sie steht. Ja, also genau. Und die Banden haben sich auch noch nicht bewegt. Da musst du auch noch perfekt drumherum kommen. Also es ist schon echt interessant. Christian, ne, ist ein Trick, ne? Gleich... Wenn du was vorführst, Drehzahl immer oben halten. Ne? Mit der Handbremse so, ne? Also mal. Von der normalen Bremse wegbleiben. Schauen wir uns das gleich mal an. Heutigen Challenge wird fies. Also das. Ich bin gespannt, was jetzt so der heutigen Challenge sagt. Ist tatsächlich wieder eine Community-Strecke. Mhm. Wissen wir von wem? Kann ich gleich gerne sagen. Ich glaube, derjenige schaut sogar zu. Der Christian hat es einfach schon reingerufen gerade. Von wem? Ich wollte jetzt hier so einen Spannungsbogen aufbauen. Und dann kommt er von hinten direkt wieder, der war's. Nein, ist ja auch nichts Schlimmes. Und zwar vom Nijo. Vom Nijo ist die Strecke. Wisst ihr, wen ihr hauen könnt. Genau, nein, bitte nicht hauen. Ist echt eine coole Strecke tatsächlich. Aber da kommen wir gleich dazu. Erstmal nämlich noch ein anderes Thema, wo wir gerade so schön sind, dabei sind, hier Tipps und Tricks und sowas zu sammeln. Wollen wir es eigentlich genau so auch weiter mit euch zusammen machen? Weil ihr seid ja die Profis da draußen. Ihr wisst ganz genau, worauf ihr achtet persönlich. Was sind so eure Tipps und Tricks, wie ihr da immer perfekte Rundenzeiten, perfekte Punkte im Gymkhana und so weiter raushaut? Und genau solche Tipps und Tricks brauchen wir jetzt. Denn wir sind ja aktuell wieder in der Driftfahrschule immer noch fleißig dabei, neue Folgen zu drehen. Es kam jetzt aktuell erst bei der fünften, ne? Genau, aktuell bei der fünften. Es kam jetzt erst eine neue Folge auch raus. Und die nächste Folge wird sich nämlich um den Gymkhana-Modus handeln. Da geht es wirklich gezielt darum, welche Targets gibt es, wie funktionieren die Targets, wie holt man da möglichst viele Punkte draus, Tipps für Neuanfänger, die natürlich mit dem Gymkhana-Modus vielleicht noch gar nicht so viel zu tun hatten und so weiter. Und da möchten wir mit euch ein bisschen dran zusammenarbeiten. Da könnt ihr euch natürlich auch mit einbringen, sodass wir da so ein kleines Community-Projekt draus machen, dass ihr uns auch so ein paar Sachen sagt, so, da achte ich eigentlich immer drauf. Das sind so meine Tipps und vielleicht könnte das auch einem Anfänger weiterhelfen, da drin stark zu werden. Bisschen Back-Entry für Anfänger.
Ja, zum Beispiel. Also da sind wir echt gespannt, was ihr uns da noch so für Tipps gibt. Das könnt ihr gerne hier in den Chat schreiben. Das könnt ihr uns aber auch gerne mal so als Tipp oder sowas per PN zukommen lassen, wie auch immer. Ja, der Nijo geht schon in Deckung. Also wie gesagt, schreibt uns da gerne was. Gebt uns da Tipps, worauf ihr immer achtet. Gerade, wie gesagt, im Gymkhana-Modus. Welche Reihenfolge der Targets findet ihr besonders interessant? Klar, super Kombo und sowas. Das wissen wir auch. Uns geht es wirklich mehr darum, wie gesagt, ich kann es nur nochmal betonen, was habt ihr so für special Tipps und Tricks, wo ihr am meisten drauf achtet oder was ihr am sinnvollsten haltet? Ne? Wenn das Target überquert wird, immer auf Gas sein. Zum Beispiel solche Sachen. Wie gesagt, schreibt uns da alles Mögliche. Wir sind gespannt. Die Bremse nicht. Wir sind gespannt auf eure Tipps und Tricks. Die werden wir gerne nämlich alle dann ins Video mit einbauen. Und dann gucken wir mal. Da kriegen wir bestimmt was Schönes zusammen. Und ja, schreibt uns einfach per PN im Forum, über Facebook, was auch immer. Haut hier in den Chat, das lesen wir uns auch natürlich auch nochmal alles durch. So als kleiner Hinweis für euch. Und da kann ich auch noch schon mal dazu sagen, nächsten Mittwoch ist ja wieder eine Let's Talk About Drift-Folge. Und da werden wir mal gezielt wirklich nur über die Driftfahrschule sprechen. Das heißt, wir werden nochmal die Folgen durchgehen mit euch zusammen, mit euch nochmal so darüber sprechen, ja, wie das Ganze zustande gekommen ist, was wir uns dabei gedacht haben, wie das ganze Konzept aussieht und wie es dann auch mit zukünftigen Folgen aussieht, denn die Driftfahrschule ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Da werden noch viele weitere Folgen kommen zu allen möglichen Themen, damit wir Drift einfach jedem Anfänger, aber auch nicht unbedingt Anfänger, es sind ja auch viele Profis dabei. Also wenn ich die Tipps gesehen habe, die ihr bis jetzt schon gegeben habt, das ist schon... Ich denke, da kann auch jeder Profi noch was dazulernen, auch wenn es vielleicht nur ein, zwei kleine Tipps sind oder sowas. Aber so möchten wir diese Driftfahrschule einfach jedem zugänglich machen und dass jeder noch was dazulernen kann und Drift einfach noch besser beherrscht, lernt und so weiter. Also ich denke, da ist noch viel Potenzial und da sind noch viele Folgen in der Pipeline, kann man ja so schön sagen, die dann noch auf euch warten. Wie lege ich meinen Racer tiefer? Was sagt der TÜV dazu? Genau. Und alles, was dazu gehört. Das könnten wir mal machen. Wir könnten eigentlich mal mit so einem Racer von uns zum TÜV laufen. Mal gucken, wo der TÜV drauf kommt. Wir nehmen irgendeinen das von Ulf. Mal gucken, was der TÜV dazu sagt. Das wäre doch eigentlich mal eine ganz coole Aktion. Die sechs Achsen waren da schon immer. Ja, so. Ja, genau. Stimmt, mit dem machen wir das. Nee, sehr schön. Also, da unterstützt ihr uns auf jeden Fall richtig gut. Ja, auf jeden Fall, genau. Nächste Woche, das habe ich angekündigt. Und dann jetzt, wo wir gerade noch so ein bisschen im Talk sind, dann hake ich einfach noch den letzten Punkt auf meiner Liste ab. Und zwar, kennen ja einige von euch wahrscheinlich die Drift-Challenges. Die gibt es ja schon relativ lang eigentlich. Jo, die laufen ja relativ parallel zu uns. Genau, die laufen parallel. Gibt es auch schon, ich glaube schon so mal ein bisschen länger als die Docs. Ne? Die laufen länger, schon ja? Ziemlich die lang. Auf jeden Fall ziemlich von Anfang an mit dabei. Denke ich eigentlich auch. Und die haben es mittlerweile ziemlich groß gemacht eigentlich. Ne? Also ja. Die sind ja immer professioneller geworden, haben das immer größer gezogen und so weiter. Und da die jetzt auch so ein bisschen parallel zu den Drift Online Games, die wir machen, eher laufen, möchte ich das Ganze natürlich auch mit weiter supporten und unterstützen. Von daher werden dort nämlich die Aufgaben, die wir hier bei den Drift Online Games haben, dort auch angeboten. So wie ich das verstanden habe. Nee, also die gleiche Strecke, aber die machen ein neues Layout. Genau. Es wird die gleiche Strecke angeboten. Es wird, glaube ich, ein neues Layout da drauf gepackt. Und ich glaube, die Aufgabe wird auch so ein bisschen umgeformt. Aber das heißt, wenn ihr die Strecke einmal aufgebaut habt, könnt ihr die theoretisch auch nutzen, um halt bei den Drift Challenges dran teilzunehmen. Und ich kann euch einmal so ein bisschen kurz die Webseite zeigen, damit ihr das einmal so ein bisschen gesehen habt. Also das Ganze findet ihr unter den drift-challenges.de. Das Ganze sieht so aus. Da seht ihr dann hier die unterschiedlichen Fahraufgaben und so weiter, mit den ganzen Vorgaben, worauf ihr achten müsst, wie das Ganze aufgebaut ist. Seht ihr, das ist unsere Strecke jetzt? Genau. Das war die WM oder MW? Genau, MW-Race war das. Die WM nennen können, Schatz. WM, ja, das hätte auch gepasst. Aber aktuell waren wir bei der EM. Ach, scheiße, war die EM. Genau, aber da seht ihr schon, dass der Verlauf halt hier ein bisschen anders war. Ne, ihr hättet somit die gleiche Strecke benutzen können, kurz einen anderen Verlauf fahren, dann könnt ihr da auch gerne dran teilnehmen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, die Seite ist echt super aufgebaut, sieht richtig schick aus. Lohnt sich da auch mal vorbeizuschauen. Genau. Kannst du den Link mal reinkopieren? Ja, genau, klar, kann ich auch machen. Könnt ihr direkt mal draufklicken, schaut euch das Ganze mal an. Wie gesagt, die Seite ist auch ziemlich neu, da kommt auch noch einiges in Zukunft. Da wartet noch einiges auf euch. Aber warten wir mal ab. So,
Neue Aufgabe, jetzt habe ich hier schon geteasert, ne? Eieiei. Ja gut, aber den Spruch, den habt ihr eh schon gelesen. Das habe ich, glaube ich, auch schon auf Facebook veröffentlicht, dass das Ganze nämlich so heißen wird. Fährst du quer, siehst du mehr. Also einmal musste man den Titel nehmen. Einmal brauchen wir den Spruch. Einmal brauchen wir den Spruch. Du so. Weißt, nächste Woche fährst du quer, siehst du mehr, Teil 2. Also, wir zeigen es natürlich erst und dann schalten wir es frei, ne? Damit wir es erst bei uns mal anschauen können. Also, fährst du quer, siehst du mehr, Lauf Nummer 3. Lauf Nummer 3, das heißt, es ist der vorletzte Lauf schon wieder. Das ist schon wieder tatsächlich der vorletzte Lauf. Eieiei, das geht so schnell alles. Wir machen so die Sommer-Season, machen wir jetzt durch mit Season 4 und dann gehen wir ja schon wieder so in den Spätsommer. Also. Ja, also ich scrolle hier mal so langsam vorsichtig runter und da sehen wir es schon. So sieht das Ganze aus, liebe Freunde. Yay. Richtig cooler Track tatsächlich. Also ich bin raus. mir macht der tatsächlich echt Spaß. Ich bin ihn bis jetzt, naja, so ein, zwei Runden bin ich gefahren, um das Ganze mal auszuprobieren. Aber die ein, zwei Runden waren eigentlich ganz cool. Also es hat irgendwie was. Du bist halt wirklich fast durchgehend im Drift unterwegs. Also kann ich da ein bisschen ranzoomen? Ja, ich kann ganz bisschen ranzoomen. Einzige echt schwierige Stelle ist hier unten. Der Angledrift, der ist hart. Der Angledrift ist hart, vor allem, weil du den halt lang ziehen musst. Ne? Den kannst du nicht mal eben so ein U-Turn mäßig da drüber ziehen. Sondern auch musst direkt nach dem Start. Ne? Also das hat schon was. Das hat schon was. Auch hier hinten, der 180, ne, den musst du auch richtig treffen, dass du hier ein bisschen weiter rauskommst. Aber Achtung, hier ist natürlich auch wieder eine Bande. Alles nicht so einfach, aber wenn man es ein paar Mal gefahren ist, dann hat man das grob raus und dann kriegt man das auch hin, denke ich mal. Und zum Schluss könnt ihr dann hier nämlich hochziehen über das Startziel. Natürlich schön zum Schluss den 360 und nochmal ordentliche Superkombo mitnehmen. Genau. Wichtig, so wie eigentlich bei allen Aufgaben, wo Container eingebaut sind, so wie auch hier, die Container dürfen nicht berührt werden. Nicht verschoben werden. Nicht verschoben werden, genau. Und was auch wichtig ist, also ins Ziel fahren könnt ihr quasi nach jedem Target. Ja. Also, aber muss halt die Reihenfolge muss halt weiter stimmen. Also genau, theoretisch könnt ihr auch den Speeddrift fahren und dann hier direkt abbiegen und hoch ins Startziel. Ich habe jetzt nur hier unten die Linie einmal hingemacht, sodass das ein bisschen signalisiert ist. Und ich fand es einfach toll, dass das hier so schön auch auf die Driftspuren von der Matte passt. Das habe ich da auch die Linie sehr gemacht. Fast wie gemacht dafür. Ja, also es ist eigentlich echt cool, muss ich schon sagen. Haben wir mal ein Layout gemacht? Ist Container festkleben erlaubt? Dann dürfen sie aber auch nicht berührt werden. Dann dürfen sie absolut nicht berührt werden. Also wenn wir sehen, der fährt da irgendwie dran und das Ding bleibt stehen. Also Ghost schreibt auch gerade, ja, ist erlaubt, aber wie gesagt, dann dürfen die kein bisschen berührt werden. Dann ist es natürlich erlaubt. So, unser Licht fängt an zu flackern. Flackert hier gerade. Genau, so sieht die neue Strecke aus. Ich klicke einmal hier zurück, dann seht ihr noch einmal, wie komme ich denn da? Ach, jetzt, weil ich das einmal auf Vergrößern geklickt habe, ne? So, da seht ihr die Abmessung. Diesmal braucht er gar nicht so viel Abmessung. Eigentlich braucht er nur hier für diese zwei Codes die Abmessung. Den ganzen Rest könnt ihr hier mit den Steinchen hier schön selber abmessen. Das ist überhaupt kein Problem. Sollte also easy aufbaubar sein. Hier oben seht ihr auch, wie viele Teile wieder verwendet wurden. Diesmal sollte es eigentlich auch stimmen, glaube ich. Also ich habe es nochmal zwei, dreimal nachgezählt. Ich nicht. Das sollte passen. Ich überlege gerade, da hinten war da auch ein T-Stück. Da ist auch ein T-Stück zwischen. Das ist genauso lang wie das hier auf der Seite. Also dieses mittlere Teil. Da sind nämlich auch T-Stücke verbaut. Genau. So sieht das Ganze aus. Ich schalte es euch frei. Dann könnt ihr da direkt durchstarten, wenn ihr da Bock drauf habt. Nicht mehr verstecken. So, ich hau euch direkt den Link in den Chat. Und ab geht die Post. Zack, alle weg. So, und damit wir das Ganze natürlich auch wieder mal live anschauen können. Ach, übrigens, Vorgaben, da werden sich wahrscheinlich einige freuen, Tuning frei. Das heißt, ihr könnt damit Vollstoff durchhauen. Ich bin echt gespannt. Ich weiß zwar nicht, ob da volle Leistung echt das Beste ist, weil es ist ja doch schon ganz schön kurvig und auf wirklich Geschwindigkeit kommst du auch nicht. Aber ich vermute fast, dass unsere Cracks da wieder auf absolut volle Leistung gehen. Ich überlege gerade was anderes. War der Timer schon immer rot? Oder habe ich irgendwas falsch vielleicht gemacht? Ist der Timer nee, ich kann es dir nicht sagen. Das hast du eingestellt, Peter. Da kann ich nicht. Das ist Absicht. Das trifft orange. Das sieht auf eurem Monitor nur rot aus. Könnt ihr mal den Hintergrund hell machen, bitte? Was für einen Hintergrund meinst du? Meinst du bei... Ach, du meinst den Hintergrund hier hinter?
Ja, den können wir auch gerne mal hell machen, das ist kein Problem. Dann, ja, bringt das was? Ich weiß nicht, was das bringt. Ich habe es hier halt eigentlich so, dass wir hier die weißen Linien, weil die weißen Linien siehst du halt auf dem grauen Hintergrund besser. Und dass die dann durchgezogen sind, habe ich halt den Hintergrund hier auch dunkelgrau gemacht. Normal schwarz oder rot ist besser. Okay. Gut, aber dann hast du oben die Sachen, dann hast du die, erkennst du die weißen Teile genau. halt nicht mehr. Das ist halt. Genau. Und ganz schwarz, dann verschwindet der Container wieder. Layer-Strecke ausblenden. Nee, die Strecke. Ach, die Strecke sollen wir heller machen. Ja, die habe ich. Achso, ja. Ach so. Die mache ich. Das stimmt. Die ist im Original auch nicht so dunkel. Die mache ich immer ein bisschen dunkler, damit ihr die grauen Teile besser seht. Was? Wenn ihr das aber heller wollt, kann ich es auch wieder heller machen. Ich sage nur, dass es halt so zum Sehen ist, wo die Targets und Hindernisse stehen, einfacher ist, weil die Strecke ist ja eh eigentlich immer gleich. Und wir sagen ja auch immer explizit dazu, orientiert euch nicht immer genau nach den Punkten und Grafiken, wo die hier drauf stehen, orientiert euch immer an den Maßen. Ganz, ganz wichtig. Wir versuchen das natürlich hier so genau wie möglich drauf abzubilden, aber manchmal passt es einfach nicht perfekt zusammen. Deshalb orientiert euch bitte immer an den Maßen. Ganz, ganz wichtig. Irgendwann müssen wir mal so eine Art Editor basteln, wo man dann wirklich so. Das ist ja echt perfekt. Also ich habe es versucht, wirklich so gut wie möglich bei mir schon einzustellen, dass es von Maßstab eigentlich passt. Ne? Aber sollte eigentlich passen. Ich drucke mit Laserdrucker. Ach so, und da meinst du, ist das mit dem Grau dann immer ein bisschen schwierig. Okay, verstehe. Hm. Kostet Tinte. Eieiei. Brauchst du ja nicht ausdrucken, machst du einfach aufs Handy. Nein, Spaß. Nein, wir können mal gucken, was wir dann vielleicht irgendwie noch machen können. Das Bild invertieren? Ach so. Kannst du ja machen, dann hast du. Würde theoretisch auch. Gelbe Linie hat blau, ansonsten. Ein Bild nur im Forum reicht. Ach so, dass er beides da drauf packen soll. Würde theoretisch auch gehen. Dann sieht man Verlauf und Abmessung in einem. Leute, wie auch immer, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber wenn ihr da noch Ideen habt, schreibt uns das einfach, dann gucken, was wir da umsetzen können. So, also, ist Christian im Hintergrund ready? Ich weiß es gar nicht. Er scheint so einigermaßen überzeugt zu sein. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an da drüben. Oh, die Kamera haben wir gar nicht richtig eingestellt, fällt mir gerade auf. Haben wir gerade eben einfach wild angeschlossen. Dreh ich mal so ein bisschen nach links noch. Den Tisch unten, genau. Kann man das Ding noch bewegen? Die Lampe da oben? Ja, noch ein bisschen. So, und jetzt kommst du da oben dran an die Kamera, dass du die ein bisschen tiefer machen kannst? Nee, du musst da dran drehen. Da ist so ein Drehverstell, genau. Nee, unten. Unten. Greif nochmal dran. Und jetzt linke Hand vorne. Dreh mal an der Schraube. Genau, und jetzt kannst du das so ein bisschen vorsichtig runterlassen. Wasserstoff? Ja, ein bisschen noch. Bisschen noch. Sehr gut, reicht. Und wieder festschrauben. Und jetzt noch ein bisschen nach links drehen wieder. Ja, damit kommen wir klar, Leute, oder? Damit kommen wir klar. Das nehmen wir, das Bild. Das ist in Ordnung. Beim nächsten Mal stell ich es direkt her. Das war gerade eben wieder so eine hektische Situation hier. Aber wir haben ja nur Leistung, wir müssen schnell aufbauen. Ne? Ja. Also Christian, dann zeig uns mal, was du da drauf hast. Ich sehe schon wieder, der ist schon wieder ein schöner Porsche. Ne? Der Grüne hat er, den Grünen hat er sich ausgesucht. Eieiei. Ach Ton, warte mal, da haben wir doch was. Hier, zack. Dann hören wir doch ein bisschen was. Ja, wir sagen dir zwischendurch jetzt nicht. Ja, ja. Irgendwie schon leicht angeeckt. Machen wir nochmal von vorne. Also, kann man schon mal dazu sagen, gerade eben hat Christian schon trainiert und das sah eigentlich schon ziemlich gut aus. Das kann man direkt mal sagen. Wie viele Punkte hast du im Training gehabt? Ich hab mich nachgeguckt. Steinmetz, dankeschön für dein Abo. So, und los geht das. Angle Drift. Und da wurde der Container schon gekommen. Das lässt der Ghost nicht werden. Aber fahr erstmal weiter. Kann das sein, dass dein Handy noch vom Wochenende umgestellt ist auf irgendwas? Ich habe 80 Grad Lenkwinkel drin. Vielleicht deshalb. Christian ist gerade eben noch mit seinem Handy gefahren. Jetzt muss er mit meinem Handy fahren. Das ist wieder eine Umstellung. Eieieiei. Dann stellst du erstmal richtig ein. Ist ja gar kein Stress hier, Leute. Was sagt er denn zu der neuen Strecke? Gefällt euch das? Habt ihr Bock auf Gymkhana? Bisschen Punkte sammeln? Ansonsten war Nicho. Ja, tatsächlich hatte der Nicho die schon vor längerem mal geschickt, die Strecke. Haben wir bis jetzt aber noch gar nicht verwendet. Und jetzt habe ich die gesehen und dachte, ach, eigentlich ist die ja gar nicht so verkehrt. Manchmal sammelt sich ein bisschen was an. Hast du dir gedacht? Genau, die kann Christian mal fahren, dann kriegt er hin. Aber wenn ihr trotzdem schöne Ideen habt, immer gerne wieder. Ja,
Also wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt, da sind wir immer offen, ne? Geilo, endlich mal wieder Gymkhana, so wollen wir das hören. Tom ist dabei. So, das war schon mal ein Fehlstart. Aber nicht schlimm. Hauptsache, wir sehen mal eine Runde. So, 180 Speed. Mitgenommen, Speed Drift. 360. Super Combo, da haben wir schon die erste. Jetzt wieder runter in Angle. Ja, der ist hart, der ist hart. Aber ich denke, da werden wir richtig coole Moves zu sehen bekommen. Der war auch richtig schön gefahren, schön eng an der Bande lang. 360. Da haben wir wieder die Super Combo. Bei der Speed Drift da unten auch geil gewesen. Hätte da unten tatsächlich auch was. Speed Drift. Boah, knapp. Ja, aber noch bekommen. Den 360. Da haben wir wieder die Super Combo. Irgendwas 5 Seconds? Wie viele Sekunden macht das? Achso. Ah, jetzt noch 5. Christian. 3, 2. Haben wir rechtzeitig angesagt, oder? Timeout, ja. Christian, du bist über die Zeit. Ja, knapp. Du hättest es noch bekommen. Also, du bekommst den Tipp, du sollst mal von den Rennmodus in den Driftmodus schalten. Wie viele Punkte waren das denn so grob? 6776 ohne Finish. Ohne Finish, gut, dann sehen wir jetzt die 8000. Was macht Finish circa aus? 20%? Ja, Finish gibt's schon nochmal gut. Vor allem, wenn du dann noch den 360 zum Schluss mit der Super-Kombo und dann noch den. Das gibt's schon nochmal ordentlich. Der 360 wird echt hart. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ihr habt ja die Container da drum. Das heißt, man muss den wirklich schön eng fahren, damit man den auch gut bekommt. Sehr gut gefahren. Das sieht klasse aus. Jetzt gucken wir mal, ob die Performance da weiterhält. Ich höre auf die Zeit. 360, Super Combo mitgenommen. Angle Drift bekommen. 180 Speed. Schade. Schade. Der war klasse gefahren, der Lauf bis dahin. Ich tippe, man kommt so auf. Ja, 3,5 Runden oder so. Wahrscheinlich wieder, ne? Die Strecke ist nicht ohne. 15 Sekunden. Ungültig, Kreisel verschoben. 15 Sekunden noch. Zielbonus 20%, ja. Ja. Und der 360 gibt dir noch den Tipp, dass du vom Clubsport auf den stärksten Motor wechseln sollst. So. Wie sieht das aus? Also, 180 Speed hat er gut die Punkte bekommen. Und doch, hat er bekommen. Hat gezählt. Überhaupt kein Problem. 360. Super Combo bekommen. Angle Drift. Auch bekommen. Hat gezählt. 180 Speed. Volle Punktzahl. Hat geklappt. Speed Drift. 360. Nichts berührt. Einwandfrei da durchgekommen bis dato. Echt gut. Angle Drift, wir hören noch keine Zeit. 180 Speed. Perfekt. Da, ah, schade. Den Speed Drift hat er oben nicht genommen. Du hattest noch 10 Seconds, wir wollten dir ansagen, aber. Ja. Aber der sah klasse aus. Das war super gefahren. Tatsächlich, es war jetzt ganz zum Schluss, hat er 10 Seconds gesagt. Ich vermute, du hättest noch den 180 auf jeden Fall, obwohl du warst ja beim 360. Vielleicht hättest du sogar noch unten Angle mit 180 und dann hoch oder sowas. Vielleicht hätte das geklappt. Probier's nochmal. Das war echt gut gefahren schon. Achso, genau, erstmal gucken, was. Ja, stimmt. Das stimmt. Also, was haben wir für Punkte? 7520 Punkte bei Christian. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Was, hast du jetzt schon so einen Tipp, Peter? Tippst du so 15.000 Punkte oder was ist so dein Tipp? Nein. Strafe für einfach legen. Wie Strafe für einfach legen? Das kenne ich nicht. Nix. Nee, alles gut. Nein, fahr du. Also, ich will dich nicht ablenken. Könnt ihr auch gerne doppelt legen, was geht's da jetzt genau? 13.000 lese ich hier schon als Tipp.
Bin gespannt. So, jetzt aber. Los geht das. Angle Drift mitgenommen. 180 Speed. Top ausgefahren. Speed Drift, perfekt. 360. Super Combo, perfekt. Angle Drift auch mitgenommen. 360. Ja, stimmt, 180, genau. Speed Drift auch, jetzt kommt 360. Da hören wir wieder die Super Combo. Angle Drift, boah, das war knapp, aber bekommen. 180 Speed, perfekt. Speed Drift. 15 Seconds. Kommt sie durch. Unten noch rum. 15 Sekunden dazu noch. Nee, das ist das hättest du locker geschafft. Also ich muss sagen, wir bei 5 Sekunden Bescheid sind. Das hättest du locker noch unten rum. Oh, ich glaube, er wollte safe gehen. Er wollte safe gehen. Er wollte die Punkte mitnehmen, die er bekommen hat. Ich hab safe spielen. Ich glaube, okay, 9.194, okay, ja, kann man verstehen, dass er die mitnehmen will, aber Christian, du schaffst die 10.000. Soll ich mal den höheren Motor holen? Mal gucken, ob gib mal volle Leistung und versuch echt mal noch unten Angle Drift und vielleicht sogar 180 noch. Das schaffst du, das schaffst du. Ich glaub an dich, Christian, ich glaub an dich. Uga, chaka, chaka. Aktuell lese ich hier als Top 13.000, da geht noch was, Leute. Also, ich bin jetzt auf dem größten Motor. Ich habe gerade 15.000 gesagt, ne? Ich glaube, ich bleib fast bei den 15.000. 15.000 wie viel? 15.550. Mach der Peter uns gleich vor. 15.550. So, ja. Ich schreibe es als ersten Tipp schon mal. Okay, gib alles, gib alles. Ich sag dir Bescheid. Ja, bis jetzt perfekt. 17.770. Jo. Boah. Peter stapelt wieder hoch. Okay. 17.770. Eieiei. Ja, ich blend's schon mal ein, Leute. Da seht ihr das schon mal. Christian, lassen wir jetzt die 10.000 noch fahren und dann kann er tippen. Angle Drift. Also jetzt sehen wir hier volle Leistung beim Porsche, glaube ich. Speed Drift, sehr schön. 360. Super Combo. Nee, schade, der war leider zu gerade. Das wird ihm fast schon die Punkte gekostet haben, weil die Super Combo macht echt was aus. Ne? 360, leider auch Container berührt. Nochmal. Nah. Komm, Christian, von vorne. Du packst das. Ich glaub an dich. Du hast noch 3 Stunden Zeit, mach ihn. Enttäusch mich jetzt nicht hier. Fährst du Heck oder fährst du Allrad? Allrad. Okay, der Alex, der tippt so 14 bis 15 km. Hm. Schreib mir 13.999. Okay. Da habt ihr die Zeiten. Die Punkte. Ausgang 360er, etwas ausladender und dann von oben kommt. Oh, da werden schon die ersten Tipps gegeben wieder, ne? Profi-Tipps? Da kommen schon die ersten Tipps wieder, ja. Ich geh mal auf den Heck. Weil der The Real 360 muss das ja wissen, wie man den 360 fahren muss. Weil es The Real 360. Was ist denn der Real 360? Ich bin echt gespannt, Leute, was ihr da raushaut. Die Graubanden unten wie ein 180er fahren. Unten die Angle Drift, glaube ich, meint er, ne? Ja, da musst du erstmal 180 fahren. Da muss man schon ordentlich. Nein, ohne the real shit. Please stand up. So, Angle Drift hat auf jeden Fall funktioniert. 180 Speed. Ja, gut. Speed Drift. Super Combo! Ja? Also vom Setup her sagst du doch, ist besser eigentlich? Ja. Okay. Das ist jetzt volle Leistung Heck. Heck, ja. Volle Leistung Heck, okay, verstehe. So, jetzt kommen wir mal. Du dürftest sogar noch ein Stückchen weiter vor mit dem Auto.
Macht man sich schon schräg hinstellen? Nee, gerade. Nö, gerade mittig zu der Linie, zu den Targets. Also du dürftest noch eine halbe Fahrzeuglänge noch von. Dürftest. Vielleicht will er den Schwung nehmen. Oh, Mensch. Schwung. Angle Drift. Sehr gut gefahren, war richtig schön eng. Und Eddie Speed, top. Speed Drift hat auch super funktioniert. 360, ja. Super Combo, top. Angle Drift, ah. Das ist schon knifflig. Ist schon knifflig. Der Übergang von hier, den richtigen Winkel für hier zu kriegen. Ja, glaube ich. Die Stelle da unten, die ist brutal. Vor allem ist der Angle Drift da unten drin, ne? Das ist so. So, aufbauen, Grüße und viel Glück euch allen. Top. Dann viel Spaß dabei. Sieht schwer aus, die Strecke. Ja, ich denke, es ist wieder so eine Übungssache. Die wird man ein paar Mal fahren müssen, bis man da so in so einem Flow drin ist, wie man so schon sagen. Ne? 180 Speed, super gefahren. Boah, Speed Drift, ja. 360. Ja, Angle Drift hat funktioniert. 180 Speed, ja, top. Das wird was. Kein Druck auf Bord. 360. Super Combo. Leicht berührt, ist aber nicht schlimm. Angle Drift. 180 Speed. Speed Drift. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Da unten noch komm, durch, das mach. 10 Seconds. Und jetzt zieh hoch. Durch. Und jetzt hoch. 5, 4, 3. Wow. Hat er genommen. 3 Sekunden hast du noch gehabt oder so. Ja, 3 Sekunden. Aber punktemäßig meinst du es... Ja, komm. Hab ich, glaube ich, von eben nicht geknackt. Ernsthaft? Nee, glaube ich nicht. Okay. Eben hatte ich 9,5, ne? Nee, war es nicht 9,1? Oh mein Gott. Kevin, was waren's? Kevin notiert doch immer so schön. 9206 haben wir jetzt. Habt ihr? Ja. Okay. Das täuscht dann doch immer wieder. Das ist, was für eine Punktzahl habe ich gesagt? Bleibst du bei deinen 17.000? Ich glaube, nein, wir haben das jetzt eingebucht. Das ist drin, Leute. Das ist drin. Christian, klasse gefahren. Vielen Dank für die tolle Show. Ich bin gespannt, Leute. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, was das hier noch gibt. Ja. Abwarten. Pass mal auf, da passiert noch was. Ich denke auch, da werden wieder irre Punkte. Zum Schluss wundern wir uns wieder. Wie kriegt man so viele Punkte hin, ne? Ich bin gespannt, Leute. Haut da mal was richtig Gutes raus. Diejenigen mit einem Benz die meisten Punkte schaffen. Oh, der haut hier wieder. Bekommen von mir eine neue D1-Karosse. Also bitte immer den Fahrzeugtelefon. Top Hotti. Super. Mega. Also das finde ich richtig cool. Wo Hotti gerade dabei ist. Also es muss am Ende aber dann auch in der Wertung der Mercedes das Auto sein, mit dem man die Bestzeit gefahren ist. Oder die beste Punktzahl geholt hat, oder? Das muss heute entscheiden. Also nicht hier eine Mercedes-Runde fahren und dann nachher mit einem anderen Auto die Punkte sammeln. Henki sagt auch 16.800. Auch sehr, sehr viel. Leute, wir müssen uns überraschen lassen. Da hilft nichts. Hab ich gesagt 12.999? Nee, ich glaube 13.999. Warte, ich gucke nochmal schnell drauf. 13.999. Bleibt er dabei. Alles klar. Top. Ja, es wird eine Überraschung. Mal gucken. Aber was ich gerade noch sagen wollte, wo ihr heute gerade noch seht, schaut doch unbedingt mal in der Facebook-Community vorbei. Da hat heute nämlich eine richtig schöne Versteigerung gemacht. Wie gesagt, schaut da gerne mal vorbei. Gemacht oder läuft noch? Die läuft sogar noch bis Sonntag. Guckt gerne mal rein. Wenn es euch interessiert, macht da gerne mit. Super Aktion. Richtig gut. Das ist mir egal. Die beste Benz-Zeit kriegt die Karosse. Also, Leute, ihr habt's gehört. Jetzt bin ich gespannt, ob die Topfahrer da jetzt dann doch vielleicht auf Benz wechseln. Naja, weil sie können ja eine Benz-Zeit fahren und dann können sie wieder zurückwechseln auf was auch immer. Wobei, so. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Benz ja auf der Strecke auch super. Kann sein. Ich kann es dir nicht sagen, Peter. Da bin ich jetzt tatsächlich... Wäre das vielleicht auch mal eine Überlegung, Autos vorzugeben? Können wir theoretisch auch mal Autos vorgeben, ja.
ist natürlich immer schwierig. Natürlich wollen wir natürlich auch, dass ein paar Anfänger mitmachen können. Ne? Und wenn die dann BMW und Mercedes und sowas, da kannst du fast nur D1 dann Pflicht sagen. Ich sag D1 Kickstarter Edition. Das könnte. Ach so. Es dürfen nur Beta-Racer mitfahren. Nur Beta-Racer, genau. Ja, genau. Hey, jetzt wäre meine Chance, in die Top 50 zu kommen. Das auf jeden Fall. Also, sehr schön. Heute hat es auch gerade direkt unter die Aufgabe im Forum drunter gepostet. Das heißt, das ist offiziell, ne? Gebt euer Bestes, nur Porsche, genau. So, gehen wir ganz ein Stück hoch. Ja. So, Platzhalter? Ja, okay, genau. Also, Michael, wenn du willst, kannst du da gerne auch das von Hotti mit reinschreiben, weil das ist ja, glaube ich, der Beitrag, der dann immer oben drüber steht, wo die Informationen drin sind. Ist ja auch mal nett, wenn jeder weiß, dass es noch ein Benz zu gewinnen gibt. Nee, was gibt es zu gewinnen? Nee, D1-Karosserie, ne? Nein. Genau. Keine Benz-Karosserie. Macht das Gewinnspiel jetzt nicht mehr noch ein bisschen. Also, Leute, so sieht's aus. Nochmal der Aufruf, wenn ihr da jetzt so schön am Gymkhana fahren seid, schreibt uns gerne Tipps, Tricks, was auch immer, was ihr für euch im Gymkhana-Modus für wichtig findet, wo ihr findet, das muss in so eine Driftfahrschule mit rein, ohne das geht's gar nicht. Wir sind auf eure Tipps gespannt. Hast du da bei euch beim News irgendwie einen Beitrag oder irgendwas? Oder sollen uns eine PN an mich schreiben? Genau, ihr könnt gerne PN an Peter, an mich. Reicht's weiter. Genau, oder dich direkt, oder, genau, oder ihr könnt auch direkt an mich im Forum eine PN schreiben oder über Facebook, das ist alles möglich. Wir sind da über jeden Tipp und Hilfe, wie auch immer, gespannt und versuchen, die nächste Driftfahrschule so gut wie möglich dann daraus zu gestalten. Also, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Film gefallen. Wir sind eigentlich wieder durch, haben alle Themen durch. Wird auch schon wieder stickig hier oben. Ja, langsam, ne? Gerade eben war es noch kühl, als wir reingekommen sind. Und jetzt ist es schon wieder. Und jetzt steht. Gibt's die nächste Branche. Also, Leute, ich wünsche euch was. Ich wünsche noch einen schönen Abend, noch eine schöne restliche Woche und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn wir über die Drifte-Fahrschule sprechen werden. Dann wird Martin, denke ich, auch wieder mit dabei sein. Von daher. Das ist Fachwissen, da ist Martin da. Da bin ich sowas von raus. Also, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.